Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Makelloses Schicksal und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt Schicksalsschreiber Rokallo im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, ohne Schaden durch Schicksalsfragmente, Schicksalskonjunktion oder die Explosion von Ruf der Ewigkeit und Echo der Ewigkeit zu erhalten. So, was sind das alles für Effekte? Beziehungsweise fangen wir vielleicht erstmal damit an, das Ding ist ein Personal Achievement. Heißt, wenn ihr das nicht bekommt, dann habt ihr persönlich irgendwas von denen abbekommen und dementsprechend verkackt. Ja? Aber jeder andere kann es dann trotzdem individuell bekommen. Ja? Ihr könnt das Achievement auch relativ einfach, wenn ihr es jetzt in einem Achievement Run nicht geschafft habt, danach in einem ganz normalen Normal HC oder Mythic, selbst Mythic Run schaffen, ohne dass man speziell für das Achievement was spielen muss. Also das könnt ihr immer im Nachhinein dann auch noch holen. Ich habe es relativ nebenbei bekommen tatsächlich. Jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Schadensquellen an, die ihr nicht erwischen dürft. Also wir haben einmal Schicksalskonjunktion. Das sind diese großen schwarzen Strahlen, in denen ihr einfach nicht drinstehen dürft. Ihr seht das eigentlich immer relativ gut. Wenn, dann sind die direkt bei euch, dann stellt ihr euch einen Rand dran. Oder wenn die auf der anderen Seite spawnen, dann müsst ihr so ein bisschen gucken. Die fächern sich nämlich auf in der Mitte und kreuzen dann nochmal. Also da ein bisschen aufpassen. Am einfachsten ist es bei den Strahlen immer, zu den Strahlen hinzulaufen und euch direkt an die Kante von einem von den Strahlen zu stellen. Dann werdet ihr eigentlich nie erwischt, so als kleinen Tipp. Dann das nächste, was wir haben, ist Ruf der Ewigkeit. Und zwar ist das ein Debuff, den Spieler bekommen. Das sind nämlich diese Bomben. Um diese Spieler sind dann große Kreise rum und der Spieler selber bekommt 13.000 Schaden, was nicht so schlimm ist. Diesen Schaden dürft ihr bekommen, weil den könnt ihr auch nicht vermeiden. Alle anderen Spieler, die dann in dem Kreis drinstehen, die bekommen aber 66.000 Schaden. Und dieser Schaden, den dürft ihr nicht bekommen. Also den Schaden von der Bombe auf euch selbst, den könnt ihr bekommen. Alles fein fürs Achievement. Ihr dürft aber bei niemandem anderen in der Bombe drinstehen, weil sonst ist dementsprechend, seid ihr wahrscheinlich tot, weil 66k ist doch schon einiges. Und fürs Achievement seid ihr dann quasi auch gestorben. Und ja, ungünstig. Das nächste, was wir haben, ist Echo der Ewigkeit. Es ist nämlich so, wenn diese Bomben einmal geplaced werden von Spielern, gibt es dann noch ein Echo an derselben Stelle, wie die nächsten Bomben quasi, also in einem gleichen Zeitpunkt wie die nächsten Bomben hochgehen, gehen dann diese Echos auch nochmal hoch. Also man muss sich immer ein bisschen merken, okay, wo haben jetzt Spieler beim letzten Mal die rausgetragen? Da sollte ich mich eventuell auch nicht hinstellen, weil dann gehen die Echos hoch und hier ist es halt das Gleiche. In dem Kreis von den Echos solltet ihr auch nicht drinstehen, sonst habt ihr das Achievement verkackt. Und das Letzte, was wir haben, ist Schicksalsfragmente. Das sind einfach diese weißen Kügelchen, die rumfliegen. Und da solltet ihr euch am besten Fall auch nicht treffen lassen, sonst habt ihr das Achievement verkackt. Ich habe es jetzt in dem Try so gemacht, da ich das Achievement schon mal vor dem Achievement Run fertig bekommen habe, habe ich als Tank absichtlich diese Kugeln eingesammelt, dass dementsprechend die anderen Spieler das ein bisschen einfacher haben, die anderen Sachen zu moven und einfach die Kugeln schon mal weg sind. Ja? Deswegen laufe ich da rum, sammle die ein oder andere Kugel mit ein, dass einfach die anderen Spieler es einfacher haben, um dementsprechend das Achievement zu machen. Das könnt ihr auch als Nicht-Tank machen. Eine Kugel überlebt jeder. Wenn ihr ein Def-CD zieht, könnt ihr auch 1, 2, 3 mitnehmen und zwischendurch ein bisschen geheilt werdet. Also die Spieler, die das Achievement schon haben, können da die anderen ein bisschen supporten. Sonst, wenn es schief geht, wie gesagt, ihr könnt jederzeit das auch in einem Non-Achievement-Run nebenbei mitmachen. Ihr müsst halt nur richtig moven. Schwierig ist es ehrlich gesagt nicht, ein relativ leichtes Movement-Achievement. Ja, das waren soweit die Tipps, die ich euch da geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen helfen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.